Ich würde sagen, das hat irgendwas mit der Statue Ich zu gab der tun. Statue noch einen Stoß. In der untergegangenen Sprache mittelalterlicher Mechanismen war dies Geräusch der Klang der Enttäuschung, der unerfüllten Träume und der Trauer. Nichts hatte sich getan. Trauer! Das verdammte Rätsel macht mich eher traurig. Wo ich die Hälfte nicht verstanden habe. Interpretation fand ich in der Schule schon damals scheiße. Nichts hatte sich getan. Aber schön, dass wir vorher den Knopf nicht gefunden haben. Ich bin immer noch dafür, dass wir die Tabula zerstören. Oder zumindest hier die Symbole irgendwie mit... Hier, wir haben doch einen Hammer! Kratzt das Ding weg! Muss ich da irgendwas Schweres drauflegen? Nichts hatte sich getan. Muss ich da die Tabula reinlegen und dann... Ich brauchte eine bessere Idee. Bleibt der Knopf gedrückt. Wieso haben wir eigentlich das und können wir das hiermit kombinieren? Wir können um es ja offensichtlich versuchen, musst da drauflegen. Muss das irgendwie angestrahlt vorher werden? Mit einem Lichtmechanismus? Keine Ahnung. Ich frage es bei wem? Nichts hatte sich getan. Versuchen wir mal alle. Was jetzt eher probieren geht über studieren. Wap, wap, wow. Nichts hatte sich... Wahrscheinlich eher die da unten, weil die auch rot sind. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Das sehe ich, George. Das brauchst du nicht zu kommentieren. Ja, kommentieren wir mal alles, was wir tun. Wir drücken auf den Nichts Knopf. Hatte sich Nichts getan. Passiert. Hooray, dann drehen wir einfach nochmal die Statue. Wird zwar wieder nichts passieren, aber hey... Probieren wir es einfach mal aus. Dreh die Statue und drück auf den Knopf. Nein, wir müssen erstmal runterspringen, bevor wir den Knopf drücken können. Oh. Das klang, als sei etwas passiert. Okay. Kann ich jetzt das Ding irgendwie bewegen, oder? Ist das 1000 Kilometer leichter? Die Steintür hatte sich hinter uns geschlossen. 1000 Kilometer leichter. Nichts hatte sich getan. Nichts hatte sich getan. Muss ich jetzt das Gleiche mit dem und dem wiederholen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ihn anstrahle und die Statue in die Richtung drehe. Ist jetzt so. Also so guckt sie in die Richtung, wo der Typ ist. Muss sie jetzt in die Richtung gucken? Was mache ich dann da unten? Einfach mal ausprobieren. Ist jetzt auch? Ja. Das klang, als sei etwas passiert. Das heißt, nur noch hier unten die Dinger. Und durch Chickens Genialität haben wir mal wieder durch Zufall dann ein Rätsel gelöst.
Frage ist, muss sie von uns dann weggucken oder angucken? Ich gab der Statue noch einen Stoß. Dann würde er sagen, angucken, oder? Dann mach mal Cookie Cookie. Hallo Feuerwehr und... Ja, falls wir in die Luft fliegen. Das ist kein gutes Zeichen, aber... Falls wir jetzt in die Luft fliegen, wenn wir auf den Knopf drücken, ist zumindest die Feuerwehr da, um das Feuer zu löschen. Keine Ahnung, ob man die gehört hat. Ist das die Tür? Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, wir säßen hier fest. Nur wir beide. Für immer. Es hätte schlimmere Arten gegeben, für immer festzusitzen. Das ist die Tür. Komm schon, George. Kann ich das wieder mitnehmen? Jetzt kommt's, die Tür geht zu, wenn ich das mitnehme. Ich würde es gerne mitnehmen. Nico und ich hatten die Tabula Veritatis. Endlich. Jetzt mussten wir Eva finden, Marquess retten und es schaffen zu fliehen. Stirb mir jetzt bloß nicht weg, alter Mann. George, es ist Lingham. Bleib zurück. Zum letzten Mal. Wo ist die Tabula? Sie werden sie niemals finden. Sie ist hier, in dieser Kapelle. Richtig? Sag es ihm einfach, Papa. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Schauen Sie sich Ihre Tochter an, Senor. Mein Mann hier würde ihr gern wehtun. Ich kann nicht zulassen, dass Sie Lucifer entfesseln. Sie würden das Chaos über die Welt bringen. George, wir müssen etwas unternehmen. Und was? Kann ich speichern? Was sollen wir unternehmen? Da ist keine Munition mehr drin, oder? Das war eine alte, rostige Pistole. Aber selbst wenn wir den Revolver Langman gegen den Kopf werfen, wird sein Handlanger vielleicht Eva erschießen. Mit etwas Glück würde Langham nicht merken, dass der Schießprügel unbrauchbar war. Oder wir bedrohen ihn einfach. Keine Bewegung, Langham. Na, wenn das nicht mein meistgehasster Amerikaner ist. Wo ist die Tabula? Selbst wenn ich sie hätte, warum sollte ich sie Ihnen geben? Weil Sie keine Wahl haben. Um Himmels Willen, George, erschießen Sie ihn. Ja, genau. Wieso erschießen Sie mich nicht einfach? Reizen Sie mich nicht. Die Knarre da wird nie wieder schießen. Herr mit der Knarre, das kann ins Auge gehen. Großartige Chancen hatte ich nicht mit dieser rostigen Pistole. Wow. Also, haben Sie die Tabula? Lügen oder die Wahrheit sagen? Irgendwie muss ich da gerade an den ersten Teil denken, als wir mit Khan auf dieser einen Klippe waren. Und wenn wir ihn angelogen hätten, er uns hätte erschießt. Was im Director's Cut ja rausgenommen wurde. Ich habe hier eigentlich Lust anzulügen. Komm, machen wir einfach mal. Wir haben ja gespeichert. Nein, wir konnten sie nicht finden. Sie lügen. Ich verspreche Ihnen, ich werde den alten Mann töten. Ich frage Sie nochmal. Haben Sie... Also muss ich die Wahrheit sagen.
Wenn ich Ihnen die Tabula gebe, versprechen Sie dann, uns alle laufen zu lassen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Nein, George! Nein! Endlich! Die Tabula Veritatis! Genauer gesagt, werde ich das Mädchen mitnehmen. Der alte Mann würde uns nur aufhalten. Nein, ich bleibe hier. Mein Vater braucht medizinische Versorgung, sonst wird er sterben. Wenn's nur das ist... Papa! No! Problem gelöst. Langham, Sie werden für Ihre Taten in der Hölle schmoren. In der Hölle? Ganz im Gegenteil, glauben Sie mir. Die Welt wird besser sein, George, sobald Jehova erst vernichtet ist. Was? Dass wenn du vernichtet bist? Lass uns befreien. Wird die Welt ein besserer Ort? Sie Jehova nicht vernichten. Ich kann. Und ich werde. Holt das Mädchen. Aber Sie haben versprochen, uns alle laufen zu lassen. Sie könnte mir noch nützlich sein. Einer meiner Männer wird draußen sein. Wenn Sie versuchen, mir zu folgen, erschieß sie. Kann's kaum erwarten, Boss. Eva! Ah, vertraut niemals einem Bösewicht. So schade, dass unsere Knarre nicht echt war. Sie müssen die Tabula zurückholen. Wir wissen doch nicht mal, wohin er geht. Zum Ort? Wir wissen nur, dass es irgendwo im Mittleren Osten ist. Sonst nichts? Da war so eine Notiz. Irgendwas von wegen, unser Schicksal liegt im Paradies. Und wir haben eine Karte gefunden. Die zeigt die Quelle von 4 Flüssen. Aber mehr haben wir nicht. Kann das wahr sein? Dann reisen wir einfach dorthin. Sie wissen, was das bedeutet? Im Buch der Schöpfung wird ein Fluss erwähnt. Er strömt aus dem Paradies und teilt sich in 4 Flüsse auf. Wo ist dieser Ort? Dieses Paradies. Eden. Er geht nach Eden. Der Garten Eden? Aber das ist doch nur ein Bibelmärchen, ein Mythos. Nein, dieser Ort existiert wirklich. Dort erschuf Jehova das Leben. Und dort erhielt Eva von Luzifer die Erkenntnis, das Wissen, wo die Götter im Gleichgewicht gehalten werden. Und Langham hat jetzt die Tabula, die ihn direkt dorthin führt. Nur Sie können ihn noch aufhalten. Sie müssen ihn stoppen. Aber wie? Eva, sie wird es wissen. Er war von uns gegangen, doch ich wusste, dass er recht hatte. Wir mussten Langham aufhalten und Eva retten. Ja, dann hinterher. Wo gehst du hin, Nico? Zündest du jetzt eine Kerze für ihn an? Hey Nico, was machen wir jetzt? Wir müssen einen Weg finden, an dem Posten vorbeizukommen. Ach, weil draußen einer vor der Tür steht? Über den Balkon klettern nach hinten? Lass mich raten, abgeschlossen? Hören Sie, das ist ein böser Fehler. Sie müssen uns hier rauslassen. Wenn du den Schädel durch die Tür steckst, fängst du dir eine Kugel. Ja, wisst ihr, was das Schlimme ist an Waffen? Sie machen die Leute unhöflich. Über den Balkon klettern? Unten an der Treppe war eine Tür, aber da wäre ich niemals hingekommen. Irgendwo... Aber wenn wir da angenommen, wir klettern da runter und machen irgendwie den Sprung dorthin, wenn wir die Treppe hochgehen, wird er uns da nicht, naja, sehen und abknallen? Oder müssen wir hoch, übers Dach, da runter, einen Falkenangriff auf den Posten? Runter oder rauf? Regenrinne.
Ich geh erstmal runter und gucken, ob irgendwas in der Regenrinne ist an nützlichem Zeug. Die Regenrinne führte zu einem kleinen, flachen Abflussgitter. Sonst kann ich da nichts machen. Das war eine Tür zu einem unbekannten Bereich der Kapelle. Ich glaubte nicht, dass man im Inneren der Kapelle irgendwie zu der Tür runterkam. Mal davon abgesehen, ist da ein Vorhängeschloss hoch. Vorhängeschloss hoch? Nein. Es hat ein Vorhängeschloss und selbst wenn wir im Innenbereich an der Tür sind, kommen wir da nicht raus. Ich da irgendwie rauf? Da muss ich irgendwas in die Regenrinne rein. Nee, so steige ich nur wieder da runter. Kann ich echt nicht hier raufsteigen? Wieso kann ich dann hochklettern? Weiter so komme ich nicht hoch. Muss ich irgendwas in die Regenrinne werfen? Kann ich sie weghämmern? Es war nutzlos, sowas in die Regenrinne zu stecken. Das Funkgerät und naja. Aber wieso? Das war nur Spaß! Hey Nico, ich habe einen Plan. Over. Roger, George. Was meinst du? Ich deponiere das Funkgerät hier draußen. Vielleicht reicht das ja, um den Wachposten abzulenken. Gib mir eine Sekunde, um das vorzubereiten. Und dann sag was. Geht klar. Vorsichtig legte ich das Funkgerät in die Regenrinne. Schnell, George! Ich habe einen Weg nach draußen! Vorsicht! Ich werde schießen! Wieso kann ich raufklettern? Das war eine Tür zu einem unbekannten Bereich. Du sollst einen Posten angucken! Ich glaubte nicht, dass man im Inneren... Der Wachposten war schon so ziemlich sauer. Hammer auf ihn werfen. Der Hammer traf den Wachposten fest genug am Kopf, um ihn auszuschalten. Ja, Schwerkraft kommt vor den Fall, ne?